Hier meldet sich der Signal Iduna Park. Am Mikrofon Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. In der heutigen Partie können wir uns auf Borussia Dortmund freuen. Eine Mannschaft aus dem Ruhrrevier, die seit dem Titelgewinn 2011 die Fans überall auf der Welt erobern konnte. Durch attraktiven und frischen Fußball sind sie nicht nur erfolgreich, sondern bieten Spektakel, Unterhaltung. Als Unparteiischer soll heute Dietmar Schönlebe fungieren. An die Arbeit, Freunde! Virinha. Und die Angreifer wieder gestoppt. Blażikowski. Piszczek. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Herrliche Flanke. Oh, da ist noch alles drin. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. So sieht das der Trainer gern. Gündogan. Piszczek. Schmelzer. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Bender. Kehl. Blażikowski bewegt den Ball. Tolle Flanke. Piszczek. Aubameyang. Schmelzer. Schöne Flanke. Und er trifft. Schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Perfekt getroffen diesen Ball. Keine Chance für den Torhüter. Luis Gustav. Und der Schiedsrichter gibt zu bedenken, so fangen wir hier erst gar nicht an. Oh,
Borussia Dortmund, das ist eine Mannschaft, die zeichnet sich aus durch leidenschaftlichen Einsatz, durch viel Laufen und durch absolute Kampfbereitschaft. Für mich der Knaller bei BVB, die Südtribüne. Wahnsinn. De Bruyne, ein Versuch der Balleroberung. Virinha. Olic. Lajikowski bewegt den Ball. Subotic. Kehl. Lajikowski bewegt den Ball. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Perisic. Gündogan. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Die Fans, die springen hier auf vor mir, die sind sauer auf den Assistenten, der da die Fahne gehoben hat. Na, das ist abseits. Er läuft Bruchteile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Naldo. Gündogan. Pass raus auf den Flügel. Bender. Perisic. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Bender. Schmelzer. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. De Bruyne. Aubameyang. Kehl. Blażikowski. Blażikowski bewegt den Ball. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Gündogan. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Der Ball ist im Aus. Eckball. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Hummels. Aubameyang. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Piszczek. Blażikowski.
Bender. Aubameyang. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Piszczek. Łażikowski bewegt den Ball. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Luis Gustavo. Peter attackiert. Bender. Zu 0, knappe Führung, beide Mannschaften können noch was draus machen. Liebe Fußballfreunde, unsere offiziellen Fanshops, die Sie hier auf der Ebene des Oberhauses als auch in unserem Fall sind für die Halbzeit für diese Werbung. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Zuschauer sind erwartungsfroh, die zweite Halbzeit läuft. Und nun Adrian Ramos. Geht er rein? Da hat er diesen harten Schuss gehalten und das war keine Selbstverständlichkeit. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Gündogan. Aubameyang. Piszczek. Schmelzer. Aubameyang. Gute Flanke. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Und jetzt können wir noch mal einen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torwarts werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Rodriguez. De Bruyne. Olic. Jetzt Perisic. Und jetzt ist alles wieder offen. Das ist jetzt höhere Mathematik. Null Chancen, ein Tor. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Nee, für mich völlig überraschend. Habe ich im Leben nicht mitgerechnet, dass sie sich überhaupt noch eine Chance erspielen. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Kagawa, Gündogan, Schmelzer, Bender und nun Adrian Ramos. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten, aber hier noch mal im Glück, Abseits. Die Fahne ist oben, heißt Abseits. Ich bin mal ganz ehrlich, sicher bin ich mir nicht. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Kagawa. Jetzt zieht er ab.
Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Der Assistent entscheidet abseits. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Perisic. Und nun Adrian Ramos. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. So, und es wird sehr, sehr oft gemeckert über Schiedsrichter. Hier alles wunderbar. Korrekte Entscheidung. Abseits. Ball im Aus, Einwurf. Schmelzer. Herrliche Flanke. Eine präzise Flanke, aber der Abwehrspieler, er kommt trotzdem ran. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Olic. Perisic. Kann er sich den Ball holen? Naldo. Mirinha. Einwurf. De Bruyne. Klare Linie, klare Entscheidung. Es gibt Freistoß. Sie führen sofort aus. Sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit vollem Recht. Oh, da sieht man erst richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Jetzt müsste er flanken. Beide Mannschaften können die Partie noch für sich entscheiden, aber viel Zeit haben sie nicht mehr. Gefährliche Flanke. Ramos! Es liegt was in der Luft, ich sag's Ihnen. Es ist der Führungstreffer. Jetzt hat's jeder gesehen, diese Tätigkeit musste einfach mit Gelb geahndet werden. Und das hat der Referee vollkommen richtig entschieden, sehr gut gesehen, Hut ab. Luis Gustavo. Perisic. Luis Gustavo. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten.
Vierinha. Die Gäste wollen wechseln beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters. Herrlich gemacht. Der könnte passen. Sie machen Druck. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt nochmal einen neuen Mann. Kagawa, Perisic, Hunt, Bas Dost, Luis Gustav, Kagawa. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Der Sieger muss erst noch ermittelt werden. In 90 Minuten Fußballspiel war das nicht der Fall. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Unentschieden steht's.